Hallihallo ihr Lieben da draußen, ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier bei Real Farming 2, dem Roleplay im Grünfelderland mit dem Grünfelderland-Team zusammen und den Moddern auch von dieser Karte. Vor mir steht jetzt mein Mitarbeiter, Herr Langsarm und von Langsarm, Nico! Nico! Innep. Hallo! Du hast es geschafft? Guck mal, da fährt was. Hm? Ui! Da steht was. Wer ist das? Ach, krass! Ich weiß. Das war der Herr Krone. Fehlt den ein Zahn? Nee, dem ist nichts aus der Krone gebrochen. Nico? Weißt du, was lustig ist? Witz, ja. Ja. Ich habe eine Zahnkrone und weiß nicht, wo die herkommt. Mhm. Du hast eine Zahnkrone und weißt nicht, wo die herkommt. Das ist nicht gut. Patrick, ich hab's dir... Nico, ich hab's dir immer gesagt. Du darfst das nicht so machen. Ich hab immer gesagt, du kriegst eine Krone und weißt nicht, wo sie herkommt. Aber du hast es gemacht. Hast nicht auf mich gehört. Ja, zu mir wurde auch gesagt, dass ich eine Königskrone bekomme. Hm. Aber das vielleicht eher von Burger King, wa? Nico? Was ist das? Ja, ein Fastfood-Restaurant. Ein was? Ein Schnellessen-Restaurant. Eine Schnellessen-Gaststätte. Da bist du baff, wa? Na gut, So. Nico, pass auf, ja. Ich mache jetzt mal los und schwade das ganze Zeug mal. Und du musst ja sowieso zu deiner Schulung, ne? Ja. Dann danke ich dir ganz sehr, Nico, weil du warst sehr schnell heute, muss ich sagen. Gibt's einen Bonus? Hast gute Arbeit gemacht. Aber eins müssen wir noch ändern. Was denn? Da gehört der Kasten Bier noch drauf. Nico, du kennst meine Devise. Erst die Arbeit und dann das Bier. Du kennst das schon über 20 Jahre. Aber du weißt doch, mit dem Bier arbeite ich 2 km/h schneller. Ja, aber auch ungenau. Das weißt du doch. Wir kennen uns doch schon lange und ich weiß auch, du versuchst es immer wieder, aber das geht nicht. Das geht nicht. Aber, Nico, du kannst dir drinnen im Haus mal 2 Flaschen mitnehmen, wenn du willst. Ich hab welches da. Weil du so gute Arbeit gemacht hast. Den nehme ich mir dann das nächste Mal mit auf den Traktor. Das müssen wir erstmal sehen. Okay, ich muss aber erstmal weiter, ne? Wie, du musst weiter? Ja, ich muss erstmal weitermachen hier, sonst läuft der Hof nicht, so wie es soll. Nico, hau rein. Okay. Ich danke dir, ne? Oh. Bis die Tage. Tschüss, Marius. Mach's gut, Nico. Danke dir. Ciao. So, gut. Der Patrick ist super. Guckt euch das mal an. Der hat das hier hingefahren, ne? Ja, das ist schon mal krass. Das ist der absolute Oberknaller. Kann ich das nicht anhängen jetzt?
So. Jetzt sieht er schon mal gut aus. Dann fahren wir das Geschoss jetzt mal hoch auf die Wiese. Ah, der Patrick. Das ist ein Juder. Der ist gut. Jetzt haben wir gleich nochmal die Frau Kohl an. Kohl? Frau Kohl? Ja? Hier ist der Marius von Hoppe. Ja, Schnösel? Mhm. Was gibt's denn? Frau Kohl? Haben Sie das jetzt hingekriegt? Mit Ihrer Spritze? Ja. Also Sie können jetzt spritzen sozusagen? Ich bin fertig mit Spritzen. Mhm. Das ist gut. Und was machen Sie jetzt? Jetzt muss ich düngen. Aha. Wissen Sie, was ich... Was machen Sie? Ja, Sie werden sich wundern, was ich jetzt mache. Ich arbeite. Und zwar richtig ja, alleine. Das ist neu. Nee, ich arbeite mit Drohne heute. Wissen Sie, was eine Drohne ist? Was ich meine? Ja, so eine fliegende Kamera, ne? Ja, genau. Und da sitze ich gerade da und sitze gerade im Traktor. Und hab mir gerade mal gedacht, jetzt könnte ich doch mal die Drohne mal nehmen. Jetzt sehe ich gerade meinen Traktor von oben. Das ist gut. Domse, das ist cool. Und wie sieht er aus von oben? Absolut sexy. So wie ich. Mhm. Sagen Sie nichts mehr, aber? Nee, darauf fällt mir wirklich nichts mehr ein. Lobe ich ihn. Jetzt sehe ich meinen Traktor von vorne. Und? Sieht noch besser aus. Mhm. Kann ich ihn nur mal ans Herz legen, mal so eine Drohne zu kaufen, wa? Jetzt muss ich aber mal ganz kurz mal das GPS einrichten. Sie werden lachen, das hab ich schon da. Also? Sie sind ja richtig eine Flotte. Naja, wie war das letztens? Wer nicht mit der Zeit geht, ne? Der geht mit der Zeit, ja. Mhm. Sehen Sie, haben Sie was von mir gelernt? Naja, meine Augen sind nicht mehr so gut und es immer rumdrehen und so. Also, und mit dem Spiegel, das funktioniert nicht mehr so gut. Also, die Drohne, das ist schon echt eine gute Erfindung. Damit sehe ich gut. Wie ich jetzt hier beim Spritzen und so, habe ich das alles schön gesehen. Über den zwar kleinen Bildschirm, aber besser als über den Spiegel. Da können Sie mal sehen. Hm. Ich sag Ihnen, das ist gut, wenn man ein bisschen Technik bei der Hand hat. Hab das ich Ihnen stimmt, doch gesagt. Ja. Das habe ich Ihnen gesagt. Naja. Wissen Sie, wen ich nicht angetroffen habe? Den Landhändler? Ja. Der Naumann. Naumann hieß der? Naumann, Ah ja. Dachte, mir hätte irgendjemand was anderes gesagt mal. Nee, Naumann. Naja gut, dann habe ich mich wahrscheinlich verhört. Bestimmt. Sie jetzt auch gerade ganz kurze Kopfschmerzen? Ja, und es stand bei Ihnen gerade kurz schwarz vor den Augen. Und es stand alles still. So. Ach, Frau Kohl, ich sag's Ihnen. Was denn? Ich mach grad Heu.
Wie ist denn ihr Knecht? Der ist gerade schon wieder weg, der muss auf eine Schulung. Aber hat funktioniert. Der hat heute sogar, ja, muss ich sagen, ganz schön schnell gearbeitet, der alte Sack. Echt? Ja. Na da. Kriegt er einen Bonus von mir. Gibt's Ende des Jahres dann Weihnachtsgeld oder wie? Ja. Ne, das gibt's sowieso immer. Ach so. Ja. Das ist gut, das ist gut. Das gibt's immer. Das machst du richtig, Bürscher. Ich weiß. Nee, ich sag mal, zufriedene Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter. Genau so sieht's aus. Und das muss man schon dann auch mal anerkennen, wissen Sie? Weiß ich. So, was machen Sie jetzt noch? Ich bin gerade beim Herrn Händler den Düngerstreuer holen und dann. Also beim Herrn Varuna. Beim Herrn Händler. Ja, beim Herrn Varuna. Na, beim Volker. Ja, sagen Sie mal, der ist heute gar nicht da, ne? Weiß, ich habe ihn noch nicht gesehen. Der liegt ja, glaube ich, noch im Krankenhaus. Das weiß ich nicht. Aber ich war ja vorhin ganz schön durcheinander. Soll ich dir mal was sagen? Sag mir mal was. Sagen Sie mir mal was. Hier spukt's. Bei Ihnen spukt's? Ja, also der Heinzelmenschen waren da oder so. Warum? War einfach so mein Feld angesät. Ach, krass. Das wäre ja mal schön, wenn das bei mir auch so wäre. Aber sagen Sie mal, Frau Kohl, Sie haben doch Hühnchen, ne? Ja. Bearbeiten Sie die auch selber? Schlachten Sie die auch selber? Weil ich hab mich so gefragt, wann es mal Chicken Wings gibt. Kennen Sie das? Also momentan. Ja, kenne ich, klar. Aber momentan schlachte ich nicht, nee. Ah ja. Das ist eigentlich ein bisschen schade sogar. Oh, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen. Au, weia. Kennen Sie das auch, wenn man das Gefühl hat? Nee, ich nicht. Kennen Sie das Gefühl, wenn man immer so kurz an die Scheibe knallt, so nach vorne? Ja, so war es gerade ein bisschen mit meinen Kopfschmerzen. So ein bisschen. Ja. Mir kam das gerade alles so ein bisschen ruckelig vor. Oh, cool. Hier hinten, wo ich bin, ist gerade der Zirkus am Start. Ein was? Ein Zirkus. Zirkus? Ja. Die Clowns oder was? Ja. Na toll. Soll mal ich arbeiten gehen? Glauben Sie, das ist nicht mal so ohne. Leuten Geld aus der Tasche ziehen. Ja, das ist gar nicht mal ganz so ohne, glauben Sie es mir. Ich hab mal mit einem Zirkus zusammengearbeitet. Für die Pferde oder was? Ja. Pferdetresor. Mhm. Ist das nicht Tierquälerei? Ich hab mir den Zirkus ganz genau angeguckt vorher. Mhm. Ich hab ein halbes Jahr dort mal ein bisschen mitgemacht und hab da wirklich mal reingeschnuppert. Um zu kicken, wie das hier so vonstatten geht, wissen Sie? Ja. Und hab das eigentlich als gut empfunden, wie die das machen. Boah, das sind bestimmt nicht alle so, oder? Nee. Ich hatte tatsächlich mehrere Anfragen schon. Und ja. Nur der eine, den habe ich dann genommen. Ich habe sogar, das muss man ja sogar mal sagen, wie es ist. Ich habe sogar mal einen Zirkus angezeigt.
Wegen Tierquälerei. Ja. Ui. Ja, das gibt's bei mir nicht, Tierquälerei. Ich bin, nee, das ich ist bin nicht tierlieb. Gut. Ja, also mir fällt auch Schlachten immer schwer. Ja, das Schlachten also ist schon... Ich musste früher, bevor ich ins Krankenhaus bin, ne, musste ich bei meinen Eltern schlachten und so. Ja. Das habe ich nicht gerne gemacht. Nee, das ist auch nicht so schön. Und bei uns auf dem Hof wird auch nur was geschlachtet, was wirklich, wo man sagt, okay, es geht halt nicht mehr, ne? Ja. So ist es halt. Und die werden es nicht glauben, aber die alten, die richtig alten Hühner, die sind am zartesten. Ja, das weiß ich. Das ist, willst du? Ja, das ist bei bei Enten, bei Geflügel überhaupt ist das so. Ja, das ist auch bei Dings so. Langsam bei Pferden mal. Auch? Ja, das ist bei Pferden auch so ähnlich. Vor allem am aromatischsten sind die. Ah, jetzt hab ich aber einen Schreck gekriegt. Warum das? Uiuiui. Ich bin gerade ein bisschen ins Wanken hier gekommen. Ja. Und konnte mich gerade noch so von der Mauer kurz vorher schön. Puh, Gott sei Dank bremsen. Na, Sie machen Zeug. Na gut, Frau Kohl. Das sind die Kopfschmerzen. Ich wollte eigentlich bloß mal fragen, wie es Ihnen geht. Und was Sie ja, machen jetzt. Ja, ich habe voll zu tun. Ja, na, ich auch. Na gut, dann lege ich aber erstmal wieder auf. Ach so, übrigens, ich habe die Kompostfabrik gekauft. Sollten Sie irgendwann mal irgendwie Dünger brauchen oder so? Mal sehen. Ja, ich brauche Dünger. Dann kommen wir bestimmt mal ins Geschäft. Oder über Landhandel, dann müssen wir mal sehen. Genau. Alles klar, zu Mammut. Jo. Bis später, Frau Kohl. Bis später. Tschüss. Tschüss. Och, der fährt ab. Ist ja krass. Ja, hallo. Patrick. Ja. Fährst du ab gerade? Ja, hab nichts zu tun. Ach, krass. Ich danke dir. Ja, Stroh habe ich auch schon in den Komposter geworfen. Das ist gut. Das ist gut. Wenn man nichts zu tun hat, macht man sowas. Ja, es ist ein bisschen friemelig hier, muss ich sagen. Auf dem Feld. Aber naja, gut. Ist halt so. Also wenn du magst, könntest du dann nochmal drüber rasieren. Ja, würde ich dann machen. Ne, das ist cool. Sagst du, was du kriegst und dann geht es sein Yang. Ja. Na? Kann ich meinem Wiesen gleich auch direkt mitmachen. Ich kann auch, wenn du willst, kann ich auch mal. Gut, ich habe jetzt nicht so einen großen Schwader, aber ich kann auch mitfahren, wenn du willst. Ja. Mal gucken, was sich finden lässt. Ja. Na gut. Du fährst jetzt bei mir in die Dings rein, ne? In die Scheune hinten. Ja, ja. Das wäre cool. Na gut, ich muss erstmal auflegen, hab noch ein paar andere Telefonate. Machen Sie es. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns dann gleich nochmal. Ja. Also ich danke dir, ne? Immer wieder gern. Bis später. Bis später. So, meine Lieben, denn wir sind schon wieder am Ende angekommen für heute. Es war mir ein absolutes Vergnügen, wieder mit euch ein bisschen zu farmen. Ja, sehr, sehr schön. Ihr seht, wir haben jetzt zwei krasse Charaktere dabei, wo ich mich frage, wo das hingehen soll. Aber ich
spitze. Absolut spitzenklasse. Muss ich wirklich sagen. Es macht, ich glaube, so viel Spaß, wie es noch nie gemacht hat. Und aus dem Grund, wie gesagt, schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt, wir sind im Grünfeldland in Real Farming 2. Lasst ein Däumchen da, ein Abo, wenn es euch gefällt. Und ansonsten sind wir erstmal für heute raus hier. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss und ciao.